Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Truefarming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir sind hier beim Lohnunternehmen, beim Fahrzeughändler und haben jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein, zwei Lohnaufträge. Und zwar muss ich mir jetzt ja als allererstes den Trion schnappen und für den Schitty, Frau Schmitty, welcher Hof war es? Simlinger Hof, einmal brechen. Das heißt, wir werden auch mal ganz kurz dort anrufen, fragen, ob die einen Abfahrer stellen. Klaus! Erzähl mir das mal ganz kurz. Du warst ja unterwegs gewesen. Wie war es gewesen, Mensch? Ja, ich war nicht unterwegs. Ich lag krank im Bett. Ach, stimmt. Der Gelbe war es. Der Gelbe, Klaus. Ja. Sag dir. Der Gelbe. Bist du wieder fit? Geht's dir wieder besser? Ja, so weit schon, dass ich arbeiten kann. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wie geht's dir? Ja, auch ganz gut. Gott sei Dank bin ich bis jetzt vor Viren und Bakterien verschont geblieben. Sehr gut, dann gehe ich mal ein paar Schritte zurück. Ja, ja. Du, pass auf. Ich glaube, der Feature hat noch ein, zwei Aufträge für dich. Würde dir aber sagen, warte aber mal bitte, bis du losfährst. Ich würde ganz kurz nochmal beim Ralf, beim Eisele, beziehungsweise beim Simlinger Hof anrufen, ob die einen Abfahrer stellen oder nicht, ne? Ja. Gudi, alles klar. Ich gehe mal schnell telefonieren und den Trion vorbereiten. Super, danke. Jo, bis gleich. Bis gleich. Simlinger. Das ist der Ralf, hallo. Servus, und hier ist der Oswin. Ah, hallo Oswin. Grüß euch miteinander. Ich habe eine Frage, und zwar, ich würde jetzt runterfahren auf euer Feld ernten. Ja. Ich bin gerade am Trion vorbereiten, und da wäre jetzt meine Frage, stellt ihr einen Abfahrer oder sollen wir abfahren? Ich gebe dem Karsten Gleckchen Bescheid und dann fahrt er mit dem Anhänger runter. Also kommt jemand runter, ja? Ja, genau. Okay, das ist super, wunderbar. Dann können wir unter anderem Tätigkeit weitergehen und wir sehen uns dann gleich unten. Genau, so machen wir. Super, danke, danke dir, Ralf. Gerne, kein Problem. Tschüss. Ja, tschüssi. So, ja, Wunderbärchen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Trion hier raus operieren. Das ist immer ein bisschen... Naja. Naja, wie soll ich sagen? Naja halt. Also es geht. Es geht eigentlich auch relativ gut, aber... Es ist trotzdem schon sehr, sehr eng. Okay, dann fahren wir einmal vor, gucken. Auch hier, diese Durchfahrt ist wirklich, wirklich eng geworden. Aber ich meine, es geht. Es reicht ja. Ne? Wollen wir uns mal nicht beschweren. So. Gut. Ja, cool. So, Klaus. Ja, Oswin. Ich kann dir so viel schon mal sagen. Ich brauche keine Abfahrer, die wollen das selber machen. Okay. Ja. Dann... suche ich mir eine andere Arbeit. Ja, ich teile dich schon allen, keine Sorge. Komm, fahr du erstmal durch. Nee, mach mal. Das willst du dir angucken, ne? Dolly und drei Lenkachsen hinten. Ja. Glückwunsch. Ah, ja, das wird nix. Nee, warte mal, da mache ich sogar den Drecher nochmal aus. Aber es sieht gut aus, Fietje. Oh, leider falsche Richtung. Du weißt ja gar nicht, wo ich hin will. Das sieht ja gut aus, so wie er einlenkt. Ja, das sieht gut aus. Bitte, das sieht gut aus. Mein Gott, sind jetzt hier die Meisterschaft der Rückkehr mit Dolly oder was? Der geht der überhaupt gar komplett in die Werkstatt? Bitte, zurück. Oh, andere Richtung mit dem Dolly, andere Richtung hinten. Ja, sehr gut. Weiter. Das sieht gut aus. Gerade, genau, weiter. Wunderbärchen. Und, warte, ein Meter, halb Meter, stopp. Gott. Warst aber sehr euphorisch. Oh, guck mal, die Halle geht sogar zu, wenn wir Glück haben. Ja, wenn er den Dolly abmacht, ja. Ja, warte. So, mach mal ab. Geisteskrank. Die Halle geht sogar zu. Gute Halle auf jeden Fall. Gudi, ich düse mit dem Trion los. Ich bin auf der 27, ne? 27 oder 24? Das sag ich doch, 24. Ja, siehst du? Du mir nicht immer die falschen Felder hier ins Dings legen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, was ist denn jetzt hier? Ich brauche Platz mit meinem Trion. Trionski. Du musst links rum raus, ne? Warum? Oder ich willst du... Oder? Du könntest da diesen steilen Berg runterfahren. Die 24, ja, hast du recht, ist kürzer, ne? Mach ich auch. So, Trion ist schon, also muss ich ganz ehrlich sagen,
ist für unser Gelände hier, ist das schon, ja, eng. Gerade hinten so aus der Halle raus und alles, es geht, aber naja, gut. Was wie, normalerweise sieht man den Schneidwerkzeuger auch mit einem Extrafahrzeug. Hä? Theoretisch. Wer hat dir das erzählt? Bist du Biogas-Heini? Jetzt mir Lohnunternehmer erzählen, wie man den Schneidwerkswagen zieht, oder was? Sag mal, Junge! Hast du am Schimmelkäse gerochen heute früh, oder was ist da los? Du hast wohl schon wieder Nutella ohne Butter, oder was? Ich esse Nutella immer ohne Butter. Da, merkst du es? Merkst du selber, oder? Das bist du für ein Mensch. Ja, merkst du selber, mach, oder? Dass da mit dir was nicht stimmt. Da merkst du selber, mit dir stimmt was nicht, oder? Alter Vater, ey. Ja, weißt du, was das ist, wenn man zu viel Gärreste im Kopf hat oben hier? Da ist ja, schon alles verklebt bei euch im Gehirn da wahrscheinlich. Schneidwerkswagen mit extra Fahrzeug. Soll ich dir was sagen? Ich war mal hier in meiner Ausbildung, war ich hier mal bei so einem Bekannten. Ja, oh Scheiße, hier geht's aber runter. War ich hier mal meine bei der hinter. Fresse, was beim, ist denn mit dieser Rotzmöhre hier? Kauf New Holland, hat er dir gesagt. Oh. Ich flipp hier gleich aus. Warte mal kurz, Willi, hier ist dein Chef gerade. Ja. Kannst du mal die Gurke wegfahren? Ja, ich muss hier durch. Du kannst mal die Gurke schneiden, kannst mir lieber helfen hier. Ja, warte mal ganz kurz. Ich stehe aber auch super günstig, ey. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn los, Mensch? Ja, keine Ahnung. Ich bin hier um die Kurve gefahren, wollte einen Berg hoch. 129. Und ja, nix da. Der Ding zieht keine Hering mehr vom Teller. Absoluten Leistungsverlust. Irgendwo hat was gezischt und was weiß ich. Oh, nee. Ehrlich jetzt? Ja. Was hast du denn hier drin? Oh, der ist doch noch voll, oder? 52 Kubik Silage. Okay, ja, pass auf. Ganz schlecht. Vor allen Dingen, so wie du stehst, noch schlechter. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Kannst du zumindest mal, läuft der Drecker zumindest im Standgas? Ja. Kannst du die Feststellbremse einmal rausmachen? Kannst du ein bisschen rückwärts rollen lassen, dass wir zumindest die drei Achsen von dem Häckselwagen hinkriegen und dass die Deichsel hier vorne frei zugänglich ist, dass wir den umhängen können? Lass den einfach mal rollen, ja. Weiter rollen, weiter. Sieht gut aus. Weiter, Didi, noch ein Stück. Yep, stopp. Warte kurz. Mach mal hier ab alles. Okay. Ja, das darf ich nicht abmachen anscheinend. Okay, pass auf. Mach mal aus. Scheiße, was war hier los? Was hat er gemacht? Gezücht oder was? Naja, der hatte absolut, ne? Ich bin hier mit Vollleistung hoch, dann gab's einen lauten Zischer und dann hat er einen Leistungsverlust. Hm. Wird sich den Turbolader erlegt haben, oder? Ja, oder eine Ladeluftleitung weggeflogen. Also ich würde auch sagen, also im besten Fall hat es irgendeinen Ladeschlauch zerrissen. Hat er gequalmt? Also war es gequalmt oder? Nicht wirklich. Okay. Also im besten Fall hat es eine Leitung zerrissen, eine Druckleitung zerrissen. Zum Ladeluftkühler, vom Ladeluftkühler, Turbolader, was auch immer. Im schlechtesten Fall ist eventuell der Turbolader. Sag mal, warum geht denn die Haube nicht zu? Was ist denn der hier? Das klemmt aber alles an der Karre, oder? Bist du doof, die Haube zuzumachen, oder was? Jetzt, ja. Gut, pass auf. Ich ruf mal Dings, dass wir den abschleppen müssen. Ja. Sollen wir... Habt ihr einen Drecker? Warte mal, euer Fendt ist fertig. Dann lasse ich mal Fietje herkommen mit eurem Fendt, mit dem 942. Dann könntest du den umhängen und kannst gleich los damit. Kannst weiterfahren erstmal. Hier alle hier. Boah, du! Du! Verschwinde! Ja, genau. Du bist der Teufel! Ja, so sagt man halt zu mir manchmal, ja? Nee, ich habe eine Frage. Wie an den Teufel? Nee, an Michael, Steiner. Wo soll ich denn deinen Mist hinbringen? Welchen Mist? Hast du gar keinen Mist? Nee. Also ich dachte, du hast Mist bestellt bei uns. Nee. Hast du keinen Mist bestellt? Nee. Aber du hast verwechselt. Den Mist, den du vielleicht hattest, der Didi wollte den haben. Woher weißt du denn, dass ich Mist habe? Ja, das geht hier doch rum, außerdem riecht man es doch. Achso, Hörensagen meinst du? Ja, außerdem, Michael, du, deine Arbeitskleidung, Oswin, fällt mal wieder in die Wäscherei. Ja, danke. Sehr nett von dir. Warte mal, ich fuck mal schnell den Viecher an. Eine Sekunde, warte mal, Michael. Was macht ihr die Straße? Oswin, ich höre mit dem Johnny oben. Ich stehe hinter dir, hinterm Drescher. Mit dem Johnny? Ja, könnt man rein theoretisch umhängen. Vorbeikomme ich, ja. Ja, macht doch aber keinen Sinn. Ihr seid doch zu zweit und da wäre es doch viel cooler, wenn er jetzt den Fendt noch gleich hier hätte.
Wir brauchen den Fendt ja sowieso, der soll den Mann herbringen. Ja. Fietje? Ja? We have a little problem with the Diddy from the PGA. Ja. Und zwar ist der mit dem New Holland, mit dem T7 steht er hier und er hat gesagt, es hat gezüchtet und gepenkt. Und dann war die Leistung weg. Und der steht gerade hier mit einem Krone Häckselanhänger, 52 Kubik, voll beladen. An dem Steinberg, beim Wasserkraftwerk. Oder was das hier ist. Ja. So, und könntest du jemand vorbeischicken mit dem Fendt 942, den wir frisch gewartet haben, dass wir zumindest umhängen können? Und dann müssten wir den T7 zumindest mal zu uns in die Werkstatt holen. Ja, ich kümmere mich drum. Aber ich würde mit dem T7 nicht mehr fahren, auf jeden Fall. Weil wenn der schon Leistungsverlust hat oder sonst was, wenn er irgendwo Falschluft zieht oder der Turbo vielleicht hin ist, nicht, dass der dann noch irgendwo irgendwelche Kleinteile in den Motorraum oder in den Brennraum kriegt oder irgendwas und da alles gehimmelt wird. Ja, ich kümmere mich drum. Kennst mich doch. Weißt doch, dass ich das alles... Sag's ja nur. Gut. Ja, ich warte hier. Ich komme, weil das Problem ist, hier wird, ist alles blockiert. Ich komme mit dem Trion hier nicht durch. Hier geht gar nichts gerade. Ja, kleinen Augenblick. Ich bin gleich da. Gut, alles klar. Didi, der Fietje kommt. Ja, sehr gut. Ich versuche mal den Drecher hier irgendwie auf Seite zu packen, dass der hier durchkommt. Boah, das wird aber richtig scheiße jetzt hier. Wo fahre ich denn hin, ey? Ja, warte, ich fahr mal ein Stück weg hier. Warte mal, da komme ich aber auch nicht rum da unten. Da setze ich auf, da schleife ich auf jeden Fall. Willi? Aus Wien, ich habe mich gerade mal wegen Tieflader mal gekümmert. Was denn für Tieflader? Ja, dass wir den Johann hier rauskriegen. Der fährt doch nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht, dass du beim Fahrzeughandel arbeitest. Aber wer hat denn den Tieflader? Das Forstunternehmen. Hast du die angerufen oder was? Habe ich gerade mal angerufen. Ich habe gerade mal gefragt, ob die einen frei hätten. Also die würden jetzt mit eben, würden hier runterkommen. Ich will das wäre gar nicht so schlecht. Ist jetzt nur nicht, ob das der große oder der kleine Tieflader ist. Ja, mit dem kleinen auf jeden Fall. Warte mal, da ruf ich fix den Wolfgang an. Wenn, dann nur mit dem kleinen. Alles klar. Warte. Oder beziehungsweise ruf mal Wolfgang an und sag mal nur den kleinen bitte. Und Didi, vielleicht kannst du mal, oder Carsten. Ja. Vielleicht könnt ihr mal gucken. Ja. Ich würde mal versuchen, den Drecher hier rückwärts wieder rauszuschieben. Warte. Meine Fresse, ey. Das kann nicht wahr sein. Fahr mal schnell den Jolly weg. Ja. So ein Mist aber auch. So. Die sperren raus, Allrad rein. So, ich roll mal an hier. Ja, ich könnte mal oben gucken, nicht, dass da noch einer angebrennt hat, kommt mir das Schneidwerk weg, mäht. Na, hier ist alles frei erstmal. Das wäre noch der Super-GAU heute, wa? Stell dir mal vor, der brettert noch einer in das Schneidwerk rein. Na, da weißt du, was los ist. Weißt du, was das Ding kostet? Da sind 70, 80 Hebel weg. Das ist alles, ja, das kannst du alles vergessen. Geht noch. Noch ist frei. So, jetzt kannst du langsam rumkommen. Junge, als hätte nichts anderes gemacht, war mit dem Drehschemel rückwärts. Hm. Hör bloß auf, ey. Ich überleg gerade, ob ich den einfach jetzt hier auf die Wiese. Wo stelle ich den hin am besten? Den hinter dir? Stopp, Michael. Warte, Mann. Komm weiter aus Wien. So. Warte, ich setze einmal vor kurz. Okay, geht weiter. Ich glaube, du musst dich beeilen. Der Steiner hier schadet schon mit der Reif. Ja, der soll mal die Backen halten dahinter. Kann ja wohl nicht wahr sein, wenn dieses Kinder. Der ist immer im Stress. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ganz ehrlich. So. Fahren wir jetzt hier auf die Seite und dann bleibe ich hier erstmal stehen. Das sieht doch gut aus. So. Ich denke, so sollte es passen, halbwegs. Ja. Gut, mal ein bisschen Beleuchtung an und dann geht er los hier. Perfekt. So, Michael, kannst du durchfahren? Gib Gummi. Timmy, gib Gummi. Ja, niet. Siehst du auch aus, also, ey. Also, der Kasanik ist in 2-3 Minuten da. Ja, das ist super. Das ist sehr gut. So, aber jetzt mal ohne Mist, Willi. Was ich dir noch erzählen wollte. Ja, wo ich in der Ausbildung war, da war ich mal bei einem gewesen, der hieß, scheiße, wie hieß der denn? Jan. Irgendwas mit Farming, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, da war ich gewesen und da bin ich in den Lektionen gefahren, ja? Und rat mal, was wir da hinten dranhängen hatten. Das ist Schneidwerk. Was? Ich will Schneidwerk bestimmt. Nee. Kann man ja machen. Tatsächlich nicht. Du kannst doch machen. Der stand schön am Feld. Nee, aber kannst du ja machen. Es geht ja nur um die Wendigkeit, dass du um die Kurvenperson kommst, weißt du? Ja, ich weiß schon. Wollte ich nur veräppeln, Mensch.
So. Gut. Das geht aber auch hier runter. Das ist zumindest schon mal der Fan. Fietje, Transportunternehmen ist mit Tieflader unterwegs, mit dem kleinen Tieflader. Das heißt, da können wir den auf jeden Fall, denke ich, ganz gut zu uns schleppen. Wenn nicht, müssen wir den Abschlepper rausholen. Ja, da sind sie schon. Mm. Jetzt kommt ihr doch mit Beten. Nee, gar nicht erst. Oh, nee. Wolle! Nee, Jan! Moin. Warte mal, bevor ihr runterbrettert, das rot, das blaue Ding da unten. Servus. Mahlzeit. Ja, was ist mit dem? Servus. Ja, der müsste zu uns geschleppt werden. Am besten mit dem anderen. Ja, also das mit dem Großen braucht er hier nicht kommen. Ja, okay. Ich glaube, da setzt ihr mit auf. Ist er noch fahrbereit oder? Nee. Naja, ich sag mal, im Standgas ein bisschen rollen lassen können wir noch, aber... Das wäre klasse, weil da können wir drauf rollen, weil sonst wird er ja nichts mit uns. Ja, nichts mit Leistung oder so. Also langsam draufrollen, denke ich, wird gehen, aber nichts jetzt, wo man jetzt groß Leistung hier. Oh, kauft euch kein New Orleans. Na gut. Ja, Sama! Hab ich jetzt auch gemerkt. Wolfgang. Wolfgang, mal hinten einer gucken. Du wirst gleich drücken. Ja, wir gucken. Ey, lass ja meinen Drecher in Ruhe, ich sag dir, wie es ist. Jan, weiter. Komm. Weiter. Links raus, genau so. Ja, sieht gut aus. Rum. Ja. Uiuiui. Ui. Warte, da kommt eine Leitplanke. Ja, das sieht gut aus. Warte. Oh. Ja, ganz. Das passt. Es geht. Sehr schön. So, ich habe eigentlich gedacht, du fährst rückwärts hier runter, Wolfgang, Mensch. Ey, Wolfgang, mach ruhig Vollgas, ist kein Problem. Ja, ich muss eh mal kurz drehen, aber es hält das ja alles ja aus. Wem gehört die Wiese? Oh, Gottes Willen, oh Gott. Alter Verwalter, ja, das sind die Abschleppprofis, die sind immer so unterwegs, wie Taxifahrer. Kannst du voll, also das ist ganz schlimm. Oh. Kannst du keinem erzählen. Wartung incoming. Ja. Der bösselt aber auch mit und seinen 15, und dann 15% haben wollen, Junge. Yeah. Der blaue, ja? Ja. Habt ihr den abgekoppelt? Ja, nein. Nee, wir haben gedacht, wir ziehen ihn mit den 52 Kubik Silage hinten hier hoch. Na, ja, könnten wir zumindest mal gucken, was der Xerion kann. Ja, ich denke, der kann das schon fast. So. Verbreiterungen sind dran, das ist schon mal gut. Warte mal, das heißt, du willst ihn jetzt bergauf rollen lassen, oder was? Das ist mutig. Ja, das wird nichts. Also das kann ich jetzt schon sagen, weil da müssen wir sowas mit... die Rampen. Da brauchen wir so Vollgas, um da hochzukommen. Das kannst du vergessen. Wolfgang, stell dich doch hier unten pass auf. Dann kann er doch hier rumrollen. Fietje, mach mal an. Lass im Standgas mal links rumrollen. Dass wir erstmal mit dem Fendt, warte mal, ich schmeiß mal den Fendt hier dran. Lass ihn mal mit dem Xerion da rumfahren. Ja, aber dass wir. Du sollst einfach eigentlich nur mal wegrollen. Dass ich mit dem Fendt erstmal den Häckselwagen da wegkriege. Oh, schön sagt er, ey. Oh, ich kann gar nicht hingucken, ey. Ja, der arme T7. Ich frag mich, was du dir gemacht hast, Didi, hä? AC Schnitzer, Leistungssteigerung wieder, hä? Nicht angemeldet. Nee, das war einfach nur das Gaspedal am Boden festgespackst, aber dann. Weil ihr auch nur Hacke kennt. Ihr kennt nur Hacke. Hat sich gerade der Kasalek. Egal. Wolfgang? Fietje? Wo bist du? Fietje? Ich glaube, jetzt ist mit Standgas nichts mehr rückwärts irgendwie. Oh, nee. Wir haben eine Seilwinde. Ja, dann, ist, glaube ich, das Bessere, mit der Seilwinde dann zu arbeiten. Oh. Nee. Ja, das kommt von deinem Spacks, der hat sich da unten wieder festgerammelt. So, warte mal, ich versuche erstmal hier mit dem Hexerwagen hier aus dem Weg zu kommen. Aber irgendwie. Didi, also du wirklich eine Kreuzschraube reingedreht? Was zum Geil ist denn hier schon wieder los? Ja. Was habt ihr hier gemacht? Der hat da eine Kreuzschraube ins Gasmetall reingeschraubt. Unfassbar. Und doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite. Und der Traktor schwimmen, ne? So. Wo ist denn Jan? Hallo. Jan. Also, das ist willst du mal, soll ich mal schnell hochfahren, die Seilwinde holen? Oder willst du schnell machen? Ich kann auch fahren, dann bricht der LKW direkt weg. Ja, dann kannst du gleich die Seilwinde mit dem LKW oder mit dem Fendt irgendwie holen. Fahr zumindest schon mal weiter runter. Also, ja, also nicht es wäre wär schön, wenn wir das irgendwie zeitnah machen können. Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Ja, nee, Fietje, du gehst am besten auch mal aus dem Schlepper jetzt raus, weil das ist ja schon wieder hier absolute Katastrophe. So, pass auf. Und du, Wolfgang,
Das Geilste wäre eigentlich, wenn du dich hier so ein bisschen auf die Brücke stellen würdest mit den Rampen nach hinten, weil da können wir den hier, wenn wir den ein bisschen vorgezogen haben, einfach geschmeidig draufrollen lassen. Also nochmal oben auf der Straße drehen und vorwärts auf die Brücke fahren. Ja, das wäre super. So, was für meine Güte, sag mal, ist das ganze Dorf hier versammelt oder was? Das ist ja nicht normal. Das sieht gerade so aus. Naja, hast du den Buschfunk noch nicht gehört? Ja, da hat sich schon wieder rumgesprochen wahrscheinlich. Ja, da haben sie wieder gesagt, Oswin hat Unfall gebaut. Was? Das kam über Funk. Nee, gar nicht. Sogar im Radio. Und, aber wie sieht's bei dir aus? Ja, du, ich wollte eigentlich nur meinen Dreck hier abwaschen, aber... Wo willst du deinen Dreck abwaschen? Die Straße, deswegen habe ich geschaut, was hier unten los ist. Was, du wolltest zu uns waschen kommen, oder was? Ja, eigentlich schon. Ah ja. Ja, Wolfgang, bleibst du stehen. Lass die Rampe runter. Also weil du fährt den dicksten Trecker, aber schafft es ja wenig gerade auf eine Brücke zu fahren, ne? Das ist nee, der hat den Anhänger doch leicht schräg gestellt, damit wir besser aufrollen. Ich hab den Anhänger doch leicht schräg gestellt, damit es besser aufrollen kann da. Einer, der mitdenkt. Und der Lego geht ja doch. Naja, ob das jetzt so gut, naja. Dann hier mit Schwung einfach schön draufrollen lassen und das Ding dann weg. Oh nee. Ich kann gar nicht hingucken. Ich würde mir am liebsten eigentlich den Drecker nehmen und würde zum Feld fahren. Wenn ich ehrlich bin. Dann mach das doch. Warte mal, das ist ja das Feld hier vorne rechts, oder? Ja, genau. Du wolltest zu unserem Feld. Ah, super, dass jetzt ein Xerion steht. Ihr wolltet es so. Wolfgang, ganz ehrlich, ey, du bist aber der Arbeitsblocker hier, der seinesgleichen sucht. Ey, das ist ja nicht normal. Oswin. Ja. Hier ist der Schlüssel. Fahr selber weg, die Möhre. Bitte. Ja, meinst du, ich kann das Ding nicht da hochfahren oder was? Was willst du mir jetzt für eine Challenge geben? Nee, aber die alle. Was ist denn eigentlich mit meiner Tetanus? Kann ich dir gleich mit einem Betäubungsgewehr reinjagen? Ich hab dich nicht angerufen. Der Dings hatte ich angerufen. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Der Willi. Ich weiß. Was hab ich? Was hab ich? Aber. Also, wer kommt denn jetzt noch? Du hast nicht immer. Und alles im Locker oder was? Sag mal, Willi, willst du mich jetzt abrollen? Hast du mir nicht gerade erzählt, du hast den Wolfgang angerufen, hast einen Tieflader organisiert? Ja, klar. Ihn. Ja, aber was denn? Einen. Nicht zwei, einen. Ja, einen. Ja, ist er eins oder zwei? Ich weiß ja, warum du mitzwingst. Ja, wir haben aber gesagt, wir nehmen zwei mit, weil wir nicht wissen, was da unten los ist. Du hast doch nicht gesagt. Ja, und ich hab ihm gesagt, ich hab dem Willi gesagt, er soll dich doch mal anrufen und soll dir sagen, du brauchst nur mit dem Kleinen kommen. Ja, da waren wir schon längst auf dem Weg. Ja, ich weiß ja nicht, was die für Kleinen und Großen haben. Du bist doch der Abschlepper nicht. Ja, warum rufst du denn dann an und organisierst einen Tieflader? Weil du nicht kannst, weil du nicht weg kannst. So. Didi? Nee, warum holst du nicht den Abschlepper? Didi, was... Sag dem, der soll aufhören, die GRS aus der Biogasanlage zu saufen. Das ist nicht gut für den. Mit dem stimmt was nicht. Ja, das weiß ich nicht. Also nachdem er gesagt hat, er will mit Kara flirten und ausgehen, habe ich sowieso geglaubt, dass er den Verstand verliert. Junge. Das steht da hier nein. Was nur steht da? Keine Ahnung. Ich hab mir doch mal gemerkt. Ja, genau. Ja. So. So. Gut. Jetzt. Zieht das Ding irgendwie raus. Und packt den da drauf. Gut. Oh, ich kann gar nicht hinnehmen. Bitte lass nichts passieren. Nee. Kann man Wetten abschließen? Oh. Wie bitte? Achso, Wetten abschließen, ja. Ja, ist dran, ich hab hier. Ja, dann lass ich die Bremse los, ne? Ja. Wollen weg da? Ja, ist gut, ich muss ja. Ey, keiner ist halt zwischen hier den zwei Traktoren. Weg da. Nee, so, also jetzt? Ganz ehrlich, was glaubst du, was passiert, wenn das Seil reißt? Dann haben wir keinen Arzt mehr. Ja. Geh weiter, zieh, der ist es so. Oder zwei. Ich würde sagen, oder zwei Ärzte. Ich habe da schon die schlimmsten Dinger gesehen. Das ist eine absolute weiter, Katastrophe. Weiter. Ruhig ein bisschen höher. Weiter. Gut. Oh, ich kann mir da Moment, nicht mit ich lass los. Warum habe ich das gesagt, dass das Hyraus von dem Xerion gleich 50 Meter Ich lasse vorne. Ich lasse rollen. Oh Gott, bei dem. Die Rampe. Ja, ist ja nicht mein Anhänger. Fietje, ich bin enttäuscht. Du hast den. Fietje, du hast uns. Damit hast du uns. Ja, gut, aber wenn der Tieflader jetzt gerade gestanden hätte, dann wär's ja auch einfach. Hätte ich auch gesagt. Also, ich musste hier um den Knick rum, ne? Tom, jetzt zört die Dinger fest und lasst mich mit dem Trion hier runter. Du musst da eh geradeaus, Wolle, oder? Ja. Gut, alles klar, da komme ich jetzt mit dem Trion hier. Darf ja wohl nicht wahr sein. Oh, nee, ey. So. Jetzt aber. Es gibt eine fette Rechnung. An wen geht die fette Rechnung?
Stadt. Fahrzeughändler. Biogas. Biogas. Hä, Fahrzeughändler? Sag mal, hast du, sag mal, Winnie, haut's bei dir langsam wirklich alle Sicherungen aus? Was kann wir, Wolfgang, was sollen wir eure Abschleppkosten bezahlen? Probier ansonsten die Türklemmen ein bisschen. Ist ja klar, ich hab mich ja verarscht. Boah, bremst doch, Junge. Boah, Fietje, du kannst auch bei mir mitfahren. Dann sollst du da hinten ein. Ja, warte, ich gucke hier, dass alles passt. Ja. So, und Abflug. So, Straße ist wieder geräumt. Die Zeitung kann jetzt ihren Bericht schreiben. Und wir gehen unserer Arbeit wieder nach. Na, endlich tust du mal was für dein Geld. Junge, ja. Wer meint jetzt? So, und dann heißt es wieder, das Lohnunternehmen braucht so lange, um irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Ja, wenn die Straßen frei wären, wird man ja auch zu den Feldern kommen, ne? Ja, wärst du mal andersrum gefahren. Hörst du? Ja. Ich hab doch gesagt, fahr rechts rum. Fietje, boah. Boah, Fietje, boah. Weißt du, was das Problem ist? Ja, du. Nee. Doch. Ich habe auf dem Lehrgang keine Schoki gehabt. Ja, merkt man gar nicht, ey. Und du hast nicht nachgefüllt. Ich fehlen die Ü-Eier. Ja, das ist mir egal, ob deine Ü-Eier fehlen. Ich war hier komplett alleine gewesen. Der Klaus war krank. Verstehst du? Nee, der Carsten. Nee, warte mal, wie hieß er? Der Klaus. Nicht der Carsten. Der Klaus war krank, verstehst du? Du warst hier auf Lehrgang, musst ja unbedingt einen Ladungssicherungslehrgang machen. Ich frage mich, was für eine Ladung du sichern willst. Du hast mich auf den Lehrgang geschickt, dafür kann ich doch nichts. Du hast mich angemeldet. Was wolltest du sichern? Die einzelnen Reiskörner oder was? Dann im 25er? Kann ja wohl nie wahr sein. Denn? So. Hallo? Ja. Ey, ich weiß jetzt endlich, wie man Sandberg mit einem Gurt sichert. Hallo? Ja, du mich auch. Ich weiß ganz genau, dass du mich hörst. Hallo? Ja. Was kannst du sichern? Sand? Ich kann jetzt Sand auf der Ladefläche mit dem Spanngurt sichern. Ach, na ja, bitte. Was machst du da? Haust du eine USB-Platte oben drauf oder was? Und ziehst zwei Spanngurte drüber. So, nee, na gut. Ladungssicherung beginnt erst bei zwei Spanngurten. Also zwei Spanngurte über den Sand und fertig ist. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe letztes Terrassenplatten geholt. Im KDW. Ja, heißt, schön. Im Baustoffhändler heißt so. Und soll ich dir was sagen, wo ich dort war? Eine Palette habe ich geholt. Wo ich dort war, ist mir aufgefallen, ich hatte keine Spanngurte mit. Ja, gut, dass du beim Baustoffhändler warst. Hat bestimmt Spanngurte da gehabt. Nee, der hatte keine. Ich bin langsam heimgefahren. So, in diesem Sinne könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man Sand auf der Ladefläche mit dem Spanngurt sichert. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Oh, wir sollten das vielleicht nicht häckseln. Ich glaube, die wollten das Stroh nämlich linksen. So, und wir sind erstmal fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ein bisschen Mimimi Oswin in den Kommentaren. Hallo! Das Ruhe aus. Punkt. Ende. So. Over and out. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Mie, mie, mie.